Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge der Autozeitung für bescheidene 1,90 Euro im bescheidenen Jahr 2005 am 18. Mai. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und springen gleich mal ins Vergnügen. Viel Spaß! So, und da haben wir auch schon unseren ersten Kandidaten. Ah. Welches Autoherz schlägt da nicht höher? Audi A4 DTM Edition. Sportlicher Höhenflug, 220 PS. Ja, also ich würde mal sagen, mit dem Gerät, da haben die bei Audi damals richtig ins Schwarze getroffen. Cockpit. Also wie gesagt, ich finde es klasse. Alles da, wo es hin soll. Bisschen mit Alcantara. Kleiner Schaltknüppel. Sogar noch mit Kassettenfach. Ei, richtig nostalgisch. 100 mm Endrohre, jo, Carbon-Spoiler. Jo, da konnte man schon etwas sportlicher um die Ecken mit düsen. Hier nochmal ein paar kleine Eckdaten. 300 Newton, jo, ging schon nach vorne. Das ging schon nach vorne. Zwölf Liter, naja, nimmt man mal mit, ne? 220 PS, Turboaufladung. Also, ich sage mal so, mit dem Auto haben sie alles richtig gemacht. Wer den noch in seiner Garage stehen hat, jo. Ich würde mal sagen, gib ihn nicht her. Weil er wird mit jedem Jahr seltener. Wunderschönes Auto. Ich würde sagen, wir fliegen zu den nächsten Kameraden. Und es geht weiter mit einem Audi A6 3,2 Liter Mercedes E-Klasse 350 und BMW 530i. Oh, ja. Schöne Sportlimousinen. Oder Oberklasse-Limousinen. Hier noch ein paar kleine Daten. An dem 7-Sekunden-Bereich. Da kann man schon vernünftig im Verkehr mitschwimmen. Dann schauen wir uns die Kameraden doch mal etwas genauer an. Den Anfang macht der Audi. Allrad. Jo, was soll man sagen? Das geht. Das geht. Cockpit aufgeräumt, durchdacht. Sieht gut aus. Was nur für die heutige Zeit ein bisschen ist, der kleine Navi-Monitor. Aber gut, okay. Ist ja auch schon ein bisschen her, ne? So groß sind heutzutage schon manche Handys, aber okay. Damals war das in. Luftfederung gab es auch schon. 1900 Euro. So. Schöne Rücksitzbank. Nimmt man mit. 3,2 Liter Audi A6. Gucken wir uns den nächsten Kameraden an. BMW 530i. Jawohl. Zwei Doppelröhrchen. Hinterrad, Komfortsitze, jawohl, alles so wie es sein soll. Der Automatikwahlhebel, ja gut, ist jetzt nicht der schönste, aber muss ja auch nicht, ne? Hauptsache liegt in der Hand und er macht das, was er soll, nämlich die Gänge durchschalten. Rücksitzbank, sitzt man am bequemsten, jawohl, komfortabel. BMW 5er.
Es waren schon schöne Zeiten damals. Ab zum nächsten. Und zu guter Letzt, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, Mercedes E350. Aufgeräumt. Das gute alte Holzdekor. Da freut sich der Rentner. Schick, schick, schick. Sogar mit 4-Zonen-Klimaautomatik. 812 Euro. Ja, das nimmt man mit. Warum nicht? Schöne Rücksitzbank. Jawohl. So will das der ältere Herr haben. Bequem und angenehm. Alle drei Kandidaten nochmal von hinten. Audi und BMW zeigen, was sie haben. Der Mercedes versteckt seine Röhrchen, aber na gut. Kann man so machen. Ab zu den Daten. So, hier nochmal alle Motörchen im Überblick. Sechszylinder, seidenweich. V6, 13,2 Liter, jawohl. Da ging schon ein bisschen was durch die Einspritzdüsen durch. Alle um die 260, 270 PS, der Mercedes, jo. Testbereifung 225, 16 Zoll. Da sind heute die Polos drauf, ey. Ja, waren auch keine Leichtgewichte. 1,8 Tonnen. Jo. Aber alle schafften schon 250. Ui. Na gut, okay. Mit der Leistung sollte das eigentlich auch kein Problem sein, ne? Mit den starken Sechszylindern. Na gut, Verbräuche. Gucken wir jetzt mal ein bisschen drüber hinweg. Genau wie die über die Abgasemissionen. Ja. Trotzdem sehr schöne Autos. Wer hat wohl gewonnen? So, nochmal zur Ausstattung. Was konnte man alles dazu buchen, was nicht? Oh, man kratzte schon an die 50.000 bei dem Mercedes. Jawohl, dann gab es noch ein bisschen Xenon für den BMW. Die Automatik war Serie. Jawohl. Ein paar Extras gab's. So, dann schauen wir mal. Gewonnen hat der Audi A6. Jawohl. Platz 2 der BMW und Platz 3 der Mercedes. Jawohl. Nicht schlecht. Hier nochmal ein paar Maße im Überblick. Höhe, Breite, Länge. Jawohl. Schöne Autos. Alle drei. Kann man nicht sagen. Auch heute noch. Wir schauen uns die nächsten Kameraden an. Donnergrollen. Ei, 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 ei. Was haben wir denn hier? Porsche Turbo S. Na, herzlichen Glückwunsch gegen BMW M6. Jawollinger. Joa. Preise und Leistungsdaten sprechen für sich. Ich würde sagen, da springen wir doch mal ins Detail. Oh, guckt euch diesen Motor an. V10, 8250 Touren. Aber wenn man den durchbeschleunigt hat, jo, ich würde mal sagen, da ging es richtig im Motorraum ab. Jo. Gran Turismo Qualitäten und der reinrassige Sportwagen. Jo, der Porsche Motor sieht man nicht so viel außer ein paar Schläuche. Man spürt ihn. 620 Newton, das ist auch heute noch eine Ansage. Tacho bis 330 beim BMW und beim Porsche bis 320. Jo. Die beiden meinten es ernst. Joa, so kennt man BMW. Quer Drifteinlagen mit 507 PS. Joa, ich würde mal sagen, das sollte ganz leicht gehen. 7-Gang SMG. Jawohl. Schöne Ledersitze. Mach.
Ist schon feini Auto. Ist schon ein feini Auto. So, wen haben wir hier? Den Porsche. Auch wunderschön. Heckspoiler automatisch bei 80 km/h fährt er aus für besseren Anpressdruck. Ja, kein Schnickschnack. Racing ist angesagt. Keramikbremsanlage. Ja, Halleluja. Da ging schon was ab bei den beiden. Nochmal ein paar Maße im Überblick. Da schauen wir mal, wer von den beiden gewonnen hat. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Wir schauen. So, und hier nochmal ein paar Daten. 507 PS gegen 450. Der Porsche mit mehr Drehmoment. Da bin ich jetzt mal auf die Leistungsdaten gespannt. 18 Zoll, 19 Zoll, der BMW. Boah, 1800 Kilo. Na ja, gut. Wiegt ein bisschen was. So, 0,200, 13, knappe 13 Sekunden. Jo, mit was ist das zu vergleichen? Ich glaube, in der heutigen Leistung macht das schon ein Golf R, ne? 4,5 Sekunden, ja, 4,2, 4,3. Ein Golf R, 8er Generation, der ist, glaube ich, nicht viel langsamer. Oha, wo sind die Zeiten geblieben? Ja, Spritverbrauch jenseits von Gut und Böse 18 Liter und 17. Oh, weia. Abgaswerte, naja, gut. Wer sich so ein Auto gekauft hat damals, dem haben auch die Abgaswerte wenig interessiert, würde ich mal sagen. Ja, Grundpreis. Andere kaufen sich dafür ein Haus. Oder finanzieren dafür ein Haus und andere kaufen sich einen Porsche und einen BMW. Nimmt man doch mit. Auch das Automatikgetriebe für 2,8. Navigationssystem 3,2 knapp. Für einen BMW. Was kostet die Welt? Wertverlust nach 4 Jahren. Oh, das tut weh. Genau wie die Kfz-Steuer. Aber okay. So. Ich würde sagen, wer hat denn hier das Rennen gemacht? Platz 1 und 2. Und es ist auf dem ersten Platz der P oder B. BMW hat gewonnen mit 3.124 Punkten gegen den Porsche auf Platz 2 mit 2.945. Ja, da hat er dem Porsche doch mal gezeigt, wo der Hase die Ohren hat. So, und zuletzt Kompaktvans, Frühlingserwachen. Jo, die drei sieht man auf den heutigen Straßen auch noch. Und zwar geht es um den Ford Focus C-Max, Mercedes-Benz CDI 200 und den VW Touran mit dem 2 Liter TDI 140 PS. Nicht so der ganz flockige Motor, aber okay. Die gucken wir uns auch noch mal an. Ford, die tun was. Jawohl, Cockpit. Jo. Ne? Kann man so machen. Ich fand das die Hintergrundbeleuchtung von den Tachos, die ist grün, das war immer nicht so mein Fall. Oh, na gut, okay. Es soll doch Leute geben, die es mögen. Wenig Seitenhalt, die Sitze, na gut. Aber schlecht sahen sie nicht aus. Und hier einmal den Ford C-Max in Rot. Ab zum nächsten. Ja, und hier haben wir ihn wieder, der Rentnersliebling. Mercedes B-Klasse. Man sitzt schön hoch, Mercedes-Look. Jawohl, mittelgroße Personen. Passen auch hinein. Komfortabel. Ja, über den Look, ich würde mal sagen, die ältere Generation findet sie schön, die jungen. Jo, ne? Wird viele Fans haben. Mein Geschmack wäre es jetzt nicht, aber zuverlässig. Habe ich gehört vom TÜV-Prüfer. Sollen zuverlässig sein, die Dinger.
Und zu guter Letzt den VW Touran. Ja, schlicht, solide Touran-Cockpit. Mit einem komischen Radio, war bestimmt Navi mit verbaut. Und das gute Nokia von damals. Ja, so haben wir das geliebt. Die schönen VW-Sitze und den kleinen Touran. Ja, für die Familie kein schlechtes Auto gewesen. Und ist es immer noch. So, hier die drei nochmal von hinten. Gute Lademöglichkeiten. Da ging ein bisschen was rein. Hier nochmal die Maße im Überblick. Gepäckraum, da konnte man mit der Familie schon mal gut losdüsen. So, dann hier nochmal ein paar kleine Zahlen. 140 PS, guter Diesel. Jawohl, 10 Sekunden. Liefen alle schon 200. Ja. Nicht schlecht. Verbräuche, jawohl. Konnte man nicht meckern damals. Der raue Diesel, Pumpedüse, Zwischeneinspritzer. Sprintstarker, aber etwas rauer Mercedes-Motor. Und das Zugpferd, jawohl. Wer hat wohl gewonnen von den dreien? Wir schauen mal nach. So, hier nochmal die Preise. Mercedes sticht wieder raus mit 28, die anderen liegen bei 25. Jawohl, ein paar Kreuze konnte man machen. Schicki, schicki, schick. Jawohl. Und wir haben 1, 3 und 2. Und auf Platz 1 ist der Mercedes. Wer hätte es gedacht? Platz 2 der VW und auf dem dritten der Ford. So soll es sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal einer kleinen neuen Autozeitung. Macht's gut und in dem Sinne, der neue Opel Astra GTC, nur fliegen ist schöner. So sieht's aus. Ciao.